Moin, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben bei einer neuen Ausgabe vom Fährtalk. Unser kleines Sommer-Special auf der Weserfähre mit vielen Gästen an Bord. Und was wir auch an Bord haben, ist das gute Wetter. Die Sonne scheint, deshalb darf der Moderator heute mal mit Sonnenbrille vor Ihnen stehen. Auch ungewöhnlich, aber wir kriegen das trotzdem wunderbar in den Griff. Und das liegt natürlich auch daran, dass wir uns spannende Gäste an Bord geholt haben. In den letzten Wochen haben Sie es möglicherweise schon ein bisschen verfolgt hier auf der Weserfähre. Heute, da kommt noch ein weiterer Gast hinzu. Doris Ammermann werden wir gleich begrüßen und die wird uns etwas über das Refugium Wesermarsch erzählen. Und gemeinsam mit dem Refugium macht Radio Weser TV nämlich gerade ein ganz spannendes Projekt, was mit dem Radio zu tun hat. Wenn Sie wissen wollen, um was für ein Projekt es sich handelt, was genau das Refugium Wesermarsch eigentlich macht, dann sollten Sie auf jeden Fall in den nächsten Minuten diesen Fernseher, den Sie jetzt gerade angeschaltet haben, auch nicht wieder ausstellen und dranbleiben bei einer neuen Ausgabe vom Fährtalk. Hallo Frau Ammermann, schön Sie hier an Bord der Weserfähre begrüßen zu dürfen zu unserem Fährtalk. Ich habe schon so ein bisschen was in der Anmoderation erzählt, aber für all jene, die es tatsächlich nicht wissen, was eigentlich das Refugium ist, das Sie hier stellvertretend vertreten auf der Fähre, müssen Sie noch mal einmal kurz erklären, was das Refugium eigentlich ist und wie lange es das Refugium in der Wesermarsch hier gibt. Ja, das Refugium ist ein Verein für interkulturelle Arbeit und wie der Name schon sagt, es soll ein Refugium, also eine Zuflucht sein für alle Migranten, die in die Wesermarsch gekommen sind und in irgendeiner Weise Unterstützung suchen. Und wie lange gibt es dieses Refugium hier in der Wesermarsch schon? Das Refugium ist 1984 gegründet worden als Arbeitskreis von Ehrenamtlichen, tatsächlich in einem Wohnzimmer. Und da gab es schon eine Flüchtlingswelle und da haben Braker Bürger sich überlegt, wie sie unterstützen könnten und haben dann so nach und nach mehr Hilfe gemacht, am Anfang über Möbelspenden und tatsächlich Begleitung zu Behörden, bis aus dem Refugium ein eingetragener Verein wurde, ein gemeinnütziger, der dann nicht nur Gebrauchtmöbelhaus hat, sondern Beratungsstellen und interkulturelle Begegnungsangebote macht. Und wie groß ist dieser Verein denn mittlerweile? Wie hat sich der Verein im Laufe der Jahre entwickelt? Entstanden also die Idee in einem Wohnzimmer, ja. Das kann also noch nicht so ganz viele Köpfe gewesen sein. Aus wie vielen Köpfen besteht das Refugium denn jetzt? Also wir haben jetzt 104 Mitglieder im Verein und wir haben 25 Personen auf der Lohnliste. Nun ist die Varianz ganz groß bei den Mitarbeitern. Wir haben hauptamtliche Berater, das sind solche, die so vom Beruf her Sozialpädagogen sind in erster Linie. Wir haben auch einen Verwaltungsbereich, wir haben Honorarkräfte, die Lernförderung machen, die Dolmetscherdienste machen und wir haben auch festangestellte Dolmetscher. Wir führen Maßnahmen durch für das Jobcenter. Das sind Integrationsmaßnahmen in den Arbeitsmarkt für Migranten und Nichtmigranten. Also das ist auch was, was wir für Deutsche, Passdeutsche anbieten und auch für Migranten anbieten. Sie haben es gerade schon gesagt, eingangs, als der Verein mal gegründet wurde, gab es schon mal eine Flüchtlingswelle, dann gab es nochmal wieder einen größeren Ansturm. Von wie vielen Flüchtlingen sprechen wir denn eigentlich hier in der Wesermarsch, die auch vom Refugium betreut werden oder um die sich gekümmert wird? Also wir trennen in unserer Statistik nicht zwischen Flüchtlingen und Nichtflüchtlingen. Wir haben über 3000 Personen in der Beratung, also in der Wesermarsch. Lebten Ende 2017, das sind die letzten statistisch erfassten Zahlen, ungefähr 7500 Ausländer. Und alle Flüchtlinge, die seit 2015 neu hinzugekommen sind, sind natürlich auch noch unter dieser Zahl erfasst. Also wir können nicht sagen, wie viele unserer Beratenden tatsächlich Flüchtlinge sind, aber es sind, nehme ich an, 2/3. Man hat so das Gefühl, gerade in Nordenham, dass, oder auch überhaupt hier in der Region, das ist
entgegen vielen Regionen in Deutschland nicht so diese Abneigung gibt, dass es nicht diese Ressentiments gibt, die es in anderen Regionen gibt. Hier sind auch bestimmte Parteien nicht so stark ausgeprägt und eine großartige rechte Szene, die hat man hier auch nicht unbedingt. Was meinen Sie, worin liegt das begründet? Warum ist das eigentlich hier so? Durch die Werke, wo immer schon viele Menschen international zusammengearbeitet haben? Oder worin meinen Sie, liegt das begründet? Also ich glaube tatsächlich, dass es so ist. Einmal sind wir hier relativ ländlich. Das hat den Vorteil, dass man doch die Nachbarn als Nachbarn irgendwie kennenlernt und auch grüßt. Und auch viele Migranten, die hierher kommen, versuchen, einen persönlichen Kontakt zu den Nachbarn aufzunehmen. Und dann ist es so, dass hier natürlich auch Arbeit da war, dass auch die Flüchtlinge, die gekommen sind, in Communities gekommen sind, die aber nicht so ganz abgeschottet vom normalen Leben waren. Also es ist keine Zuwanderung in eine Parallelstruktur gewesen, wie vielleicht in den Großstädten in Deutschland auch, sondern eine Zuwanderung in Systeme und auch in Helfersysteme, die es schon gab. Und also das Refugium konnte sicher auch ein bisschen was puffern. Dadurch, dass schon ja Netzwerke entstanden und ja auch Sprachmittler schon zur Verfügung standen, konnten wir oft so an Situationen, an Stellen, wo es heikel werden konnte, an Schulen, in Behörden, in der Nachbarschaft, mit dem Vermieter, konnten wir oft schon präventiv auch wirken. Wie wirkt denn die präventive Arbeit des Refugiums, beziehungsweise was sind so die was ist das Hauptaugenmerk, wo Sie mit den Flüchtlingen oder mit den ausländischen Mitbürgern, die hierher kommen, arbeiten? Was ist die sprachliche Kompetenzvermittlung oder die Sprachkompetenzvermittlung das wichtigste Standbein oder was ist da das wichtigste Standbein? Also für uns die Hauptarbeit, die hängt eher höher. Also das ist tatsächlich auch eine aufenthaltsrechtliche Information, Beratung. Ganz am Anfang war es natürlich so, dass viele akute Behördenpost auch gekommen ist, die schnell beantwortet werden musste. Und da konnten wir schnell reagieren und informieren und auch die Aufregung so ein bisschen nehmen durch qualifizierte Informationen, sodass auch bei denen, die gekommen sind, nicht erst eine aufgeregte Stimmung war, dass man sich überall hinwenden musste, sondern man konnte dahin gehen. Dann ist der Kontakt zu Nachbarn und Vermietern was ganz Wichtiges gewesen und eigentlich so eine Kulturmittlung und zwar in beide Richtungen, also dass man den deutschen Nachbarn auch mal vermittelt, erklärt, warum vielleicht die Schlafenszeiten anders sein können oder warum man vielleicht draußen anders ist oder mal lauter ist, aber andersrum genauso, dass wir auch unseren Klienten gesagt haben, durchaus was erwartet wird, was so üblich ist, ohne dass man es erklärt. Denn man bekommt von den Nachbarn keine Erklärung, wie, was man erwartet und wie man zufrieden ist. Das muss eigentlich immer erst ein bisschen knirschen, bis man dann aufgeklärt wird. Und da haben wir versucht, ganz viel zu machen, auch in den Schulen viel zu machen. Sind viel mit Sprach- und Kulturmittlern in Schulen gewesen, damit die Lehrer einen guten Kontakt zu Eltern auch haben konnten. Das, denke ich, das sind die Hauptsachen im Moment. Sie haben auch viele Veranstaltungen organisiert, um auch die Bevölkerung mit ins Boot zu holen, um gemeinsame Veranstaltungen zu machen, gemeinsame Feste zu veranstalten. Wie ist da der Austausch? Wie setzt sich so eine Veranstaltung zusammen? Wie wird die wahrgenommen von den Deutschen, die hier in der Region leben? Nehmen die die Veranstaltung genauso wahr, bewusst wahr, um ins Gespräch zu kommen? Also das denke ich schon. Es gab ja ganz am Anfang, gerade dieser Flüchtlingswelle, so ganz am Anfang ein großes Gefühl von Willkommen, wo man vielleicht auch die problematischen Hintergründe unterschätzt hat, was dann eben auch kommt. Es ist nicht nur so, dass es reicht, wenn man freundlich ist, sondern die Flüchtlinge sind gekommen mit komplexen Vorgeschichten und auch traumatisiert. Das sind Leute, die alle ihre Heimat verloren haben. So, dass am Anfang eine große Welle der Hilfsbereitschaft da war und wir stellen das durchaus auch fest, dass auch in der Wesermarsch das ehrenamtliche Engagement so ein bisschen zurücknimmt. Aber es gibt immer noch ganz viel konkrete Hilfe, so zum Beispiel, ich mache einen Sprachkurs, ich helfe mit, ich mache doch noch eine Begleitung zu Behörden. Und bei Festen versuchen wir immer auch ein Thema zu haben und einen Anlass. Also beim Sommerfest ist das unser Essen dann eben und die Musik, so ganz niedrigschwellig, sodass dann auch wirklich das von vielen Deutschen wahrgenommen wird, die auch gerne Profil zeigen wollen. Also die auch kommen, weil sie durchaus ein deutliches Bekenntnis haben und sagen, wir wissen, dass es schwierig ist, aber wir wollen mithelfen.
Sie machen ja auch regelmäßig Projekte mit den Geflüchteten oder mit anderen ausländischen Mitbürgern. Was sind das da so für Projekte, die vom Refugium mit auf den Weg gebracht werden? Mit Kursleitern, die auch von außerhalb kommen, die angekauft werden sozusagen. Was wird da so für ein Programm angeboten? Also wir haben zum Beispiel jetzt ein Projekt Sprachtreff, da haben wir eine Anleiterin und da sind Leute, die doch sehr arbeitsmarktfern sind, auch Migranten, die kommen, die da so Betreuerrollen auch annehmen können, hauswirtschaftliche Rollen annehmen können und die organisieren ein paar Veranstaltungen, an denen auch gezielt eben Deutsche und Migranten kommen, dass sie sich da treffen. Da haben wir sowas ganz Normales wie Zahnprophylaxe. Oder einen Nachmittag über Angola mit Musik und Essen oder einen Kochtreff. Also man braucht ein Thema, denn nur um zu sagen, wir kommen mal zusammen und lernen uns kennen und sind nett zueinander, da sind wir doch alle befangen. Vor allem wir Deutschen sind da sehr befangen, aber wenn wir ein Thema haben, kommen wir gerne. Und dann versuchen wir sowas immer zu machen. Es gab ein Kunstprojekt zum Beispiel, mit dem wir auch kooperiert haben. Wir machen ja auch ein Radioprojekt mit ihrem Sender, da kooperieren wir auch. Und das Ziel ist eben, ja, dass das nach Migration, Integration folgt. Aber man braucht wirklich ein Thema. Das versuchen wir. Genau, wir haben es gerade gesagt, ganz aktuell machen wir gerade ein Radioprojekt mit Geflüchteten, die selber sozusagen sich ein Thema für eine eigene Radiosendung erarbeiten. Das ist da zum einen Sprachkompetenzvermittlung, aber müssen sich auch selbst organisieren. Wie wichtig sind solche Projekte, die ja auch, das sind viele junge Menschen, die da zusammen interagieren und Männlein und Weiblein, was natürlich auch ganz wichtig ist, weil oft bei Projekten wahrscheinlich dann eher die Männer die Hauptrolle einnehmen. Ist das so? Ja, entweder sie nehmen die Hauptrolle ein oder wir machen gezielt Projekte nur für Frauen, also dass man den Schutzraum Frauen hat. Und gerade bei dem Radioprojekt haben wir auch junge Leute angesprochen, damit sie in einem, ja, in einem Rahmen, der auch eine Auseinandersetzung fördert und das fördert, dass man sich austauscht über das, was man eigentlich möchte, also vertrauensvoll miteinander umgehen können und auch ein Produkt haben. Und das Produkt ist ja nun wieder auch für die Deutschen, die hier sind, interessant. Und gerade beim Radio kann man es auch anmachen, ohne irgendwo im Publikum sitzen zu müssen und irgendwo, also es ist super niedrigschwellig. Und die das machen, das werden wirklich Experten. Also die lernen was ganz Besonderes. Und das soll den jungen Leuten, die hier ja auch oft nicht lang zur Schule gegangen sind, nochmal, ja, diese ganzen Kompetenzen, die man in Teamarbeit braucht und die Mädchen müssen nicht durchsetzen, auch ermöglichen. Mit welchen Hoffnungen gehen Sie in dieses Projekt? Welche Erwartungen haben Sie an dieses Projekt? Also die Erwartung habe ich erstmal so, die niedrigste Erwartung, dass alle, die angefangen haben, bis zum Ende mitmachen und dass es eine Radiosendung gibt. Und meine Hoffnung ist natürlich, dass sich das verselbstständigt. Und das Projekt ist ja von Anfang an auch so angelegt. Jetzt kriegen wir eine gewisse finanzielle Förderung, damit wir auch Ausrüstung und Anleitung nochmal bezahlen können. Aber das soll so sein, dass es richtig so ein Empowerment-Projekt ist, ne? Um ein modernes Wort der Integrationsarbeit jetzt mal zu machen. Und ich glaube, das ist ganz realistisch, diese Erwartung auch an das Projekt zu haben. Sie sind in Nordenham, da ist es wohnortnah, dann auch für die Flüchtlinge, für die jungen Leute, die teilnehmen. Und ich möchte auch, und ich glaube, dass die anderen neidisch werden, diejenigen, die noch nicht daran teilnehmen, dass sie das gerne auch wollen. Das hoffen wir natürlich auch, dass das alles wunderbar funktioniert bei uns und dass daraus dann möglicherweise irgendwann eine feste Institution wird. Was gibt es sonst an festen Institutionen, die Sie jetzt schon haben verwirklichen können? Feste Orte, feste Termine, die Sie immer wieder anbieten? Also wir haben gerade eine neue Webseite gemacht und haben überlegt, wie wir den Kalender am besten unterbringen. Und dann haben wir mal aufgeschrieben, wie viele Termine wir am Tag haben. Und da hatten wir für letzte Woche Dienstag 16 Termine. Dann wussten wir können keine Liste machen mit einem Tag. Also wir haben regelmäßig niedrigschwellige Frauenkurse in Prager und dann haben wir ja auch zwei Standorte und das Gebrauchmöbelhaus. Also eigentlich drei Projekte, die da gleichzeitig sind und einen großen interkulturellen Begegnungsgarten. Wir haben diese niedrigschwelligen Frauenkurse in Brak und Nordenham auch für Alphabetisierende und für Fortgeschrittene. Dann haben wir Männerkurse, auch Anfänger- und Fortgeschrittenenkurse. Wir haben Männercafés und Frauentreffs und wir haben Frauentanzabende und Familiencafés. Immer auch mit der Idee, wir brauchen was für Frauen alleine, wir brauchen was gemischt, wir brauchen was für Männer alleine, dass jeder sich so ein bisschen entfalten kann. Und das Ganze, auch diese Segregation, die ist nur als Übergangsmittel
ja, als Übergang gedacht. Also das Ziel ist natürlich, dass Männer und Frauen gemeinsam was machen. Aber wir haben schon viel hin und her überlegt und wir machen das noch so. Wir sehen uns so als Vorstufe und Sprungbrett. Ja. Feste machen wir und dann natürlich am 22. Juni findet unser Sommerfest statt in Brake, das jetzt auch zum, ich glaube, 35. Mal stattfindet, immer mit interkulturellem Buffet und Musik und Liveband, Frauenband, Liveband. Das wird sicher auch ganz interessant. Da kann man schon gleich wieder die Werbetrommel dann rühren. Ja. Da haben Sie ja jetzt schon einen schönen Termin genannt, der dann eben halt auch so ein bisschen die Öffentlichkeit anspricht, so ein bisschen dafür sorgt, mit einem niederschwelligen Angebot die Hemmschwelle zu überwinden, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und das schafft man natürlich alleine durch zum Beispiel ein interkulturelles oder internationales Buffet, was da aufgebaut werden wird, und durch Musik zum Beispiel. Ja, genau. Also da kann man auch sagen, ich will eigentlich nur eben was essen und plötzlich trifft man viele Leute, die man auf der Straße sieht. Und für uns ist es besonders schön, wir treffen viele Leute nur, wenn sie in Not sind oder Hilfe brauchen. Und sich da nochmal wieder zu sehen und auch mit Leuten, die früher geholfen haben oder mit Vereinsmitgliedern da nochmal zusammenkommen. Das ist dann doch am Ende immer ein Tag, der sich total gelohnt hat. Alleine, wenn man was Leckeres gegessen hat, anschließend zu fragen, wie haben Sie das denn gemacht? Was ist das überhaupt? Und plötzlich kommt man dann ins Gespräch. Ja. Ich glaube, solche Begegnungen sind ausgesprochen wichtig und wertvoll, wie auch die ganze Arbeit des Refugiums, die Sie seit vielen Jahren hier für die Region leisten. Was würden Sie sich denn noch wünschen? Wo würden Sie noch mehr Unterstützung wünschen? Oder haben Sie noch besondere Projekte, die Ihnen so vorschweben, die Sie gerne noch realisiert haben möchten? Also dieses Radioprojekt ist für mich so ein Anfang und ich möchte gerne zu so einer Ausdruckskulturprojekt, also in die Richtung gehen, dass man was Künstlerisches macht, dass man auch die Gelegenheit hat da zur Selbstfindung. Was wir sonst machen, wir kriegen sehr viel Hilfe auch vom Landkreis, da gibt es Möglichkeiten auch der Förderung, die wir frei nutzen können, und die Jobcenter kooperieren mit uns. Wir haben da gerade einen Kooperationsvertrag geschlossen, an den binde ich auch viel Hoffnung, dass eben auch das Strukturelle, alle Leistungsfragen, die ja doch auch Sand im Getriebe sein können im täglichen Leben, dass wir das ganz barrierefrei lösen können. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass das in unserem kleinen Landkreis gut funktioniert. Das hört sich doch sehr optimistisch an. Was sind die größten Hemmnisse auf Seiten der Menschen, die zu uns kommen? Wo sind da, ist das dieser Culture Clash, dieser Kultur Clash, mit dem man erstmal klarkommen muss? Zum Beispiel das Bild der Frau und diese ganzen Dinge, die da im Wege stehen, vielleicht sich vernünftig zu integrieren? Also das ist mit Sicherheit so. Gerade die Rolle der Frau ist etwas und die Integration von Frauen, Teilhabe, Chancen erhöhen von Frauen ist etwas, was wir uns ganz groß auf die Fahne geschrieben haben. Das geht natürlich nicht schnell. Und da zu erwarten, dass sich innerhalb von 2-3 Jahren was ändert, das ist sicher unrealistisch. Wir hoffen, das kommt mit der nächsten Generation. Und wir sehen durchaus einige Familien, in denen sich auch das Rollenbild und das Rollenverständnis und die Chancen verändert haben. Das denke ich schon. Ja, und dann ist auch die Idee von Solidarsystem. Also viele zugewanderte Familien kommen aus Gesellschaften, in denen das Solidarsystem die Familie ist. Und wir in Deutschland sind da doch behördenorientierter. Also da ist das Solidarsystem vielleicht die Einzahlungsgemeinschaft bei der Krankenkasse. Und wir haben da, wenn wir es gut gelernt haben, ein anderes Bewusstsein, wem gegenüber wir uns schuldig fühlen und wer noch Verantwortung hat für uns und wer uns hilft. Das, denke ich, ist etwas, was durchaus auch noch Zeit dauert, bis das überall angekommen ist, dass wir das hier so machen. Und wir drücken die Daumen, dass Sie da noch ganz viel Zeit haben, diese Arbeit so erfolgreich weiterzuführen hier in der Region, wünschen da weiter alles Gute und natürlich viel Spaß am 22. Und vielleicht haben wir ja den einen oder anderen Zuschauer dann schon auf eine Idee gebracht, wo man diesen 22. Juni verbringen könnte, bei diesem interkulturellen Tag, wo sich das Refugium vorstellen wird, wo es ein bisschen was Leckeres zu essen gibt, wo man schöne Musik hören kann. Und uns können Sie auf jeden Fall schon früher wiedersehen. Wir sind nämlich in der nächsten Woche schon wieder für Sie da, mit einer neuen Ausgabe vom Fairtalk, eventuell auch mit dem Fairtalk ob platt. Sie wissen es, wir liefern Ihnen diese Sendung auch nochmal in Plattdeutsch. Dann gebe ich das Mikrofon aber aus der Hand und gebe das Mikrofon weiter an
Hans Mein, der mit seinen Gästen dann in den Talk ob Platt tritt. Ich hoffe, Sie sind auf jeden Fall wieder mit dabei. Bleiben uns gewogen, schalten wieder ein bei unserem Sommer-Special auf der Weserfähre. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.